Es ist Zeit für ein neues Opening. Das ist einmal Amazing Defenders. Hier kriegen wir drei neue Archetypes: Rescue Ace, Mikanko und Pearly. Ich habe Bock drauf, das zu öffnen. Alle sagen, das Set ist nicht gut. Und ich bin auch der Meinung, dass es jetzt nicht das krasseste Set ist. Aber für ein Opening könnte das ziemlich cool sein. An dieser Stelle nochmal Dankeschön an meinen Sponsor Best Collect. Wenn ihr Karten kaufen wollt, klickt mal auf den Link in der Videobeschreibung. Kauft bei den Jungs ein bisschen ein. Supportet den Channel und auch die Jungs machen halt coolen Stuff. Gehen wir rein ins Opening. Hier haben wir es, das ganze Display, Amazing Defenders. Ich persönlich finde die neuen Archetypes semi-cool. Ne? Schnurrige Tierfreunde. Das ist nicht irgendein Tierfreund. Der ist nicht schnurrig, bezieht sich eher auf die Polykarten. Machen wir das kurz mal auf. Das Set ist jetzt schon eine Weile draußen und wir haben eigentlich noch nichts gesehen von dem Deckthema. Ich glaube, dass die beiden hier ganz okay sind. Damit habe ich mir so umgespielt, weil es ein Maschine-Archetype ist. Hat mich jetzt allerdings nicht so überzeugt von dem, was ich getestet habe. Aber ich persönlich bin immer ein Freund von Deckbuilder-Sets, denn die geben immer den Leuten, die nicht so viel Geld für Yugi ausgeben möchten, relativ schnell Access zu verschiedenen Decks, die die vielleicht spielen möchten. Fangen wir an mit unserem ersten Faction. Das ist ein Set mit Rares und halt einer Holo am Ende. Wir gucken mal, was wir da haben. Einmal Bewaffneter, das hat hier Beschützungsdrache, Mikanko Reinigungstanz, Vorbereitung der Riten, ja, ist eine gute Karte, köstliche Poly-Erinnerung, dann Maschinenduplizierung als Rare, die legen wir mal raus, das ist ein Highlight auf jeden Fall, ist eine gute Karte. Ich lege mal Vorbereitung der Riten dazu, ist eine gute Karte. Das sind so Karten, die hat man immer ganz gerne da, falls man sie braucht. Dann zweischneidiges Schwert, eine Equip Spell, die könnt ihr benutzen für halt das Mikanko-Deck-Thema. Ist eine okaye Karte auf jeden Fall. Und dann haben wir einmal Rettungsass Feuermaschine. Ich meine, guckt euch mal an, wie badass die Dinger aussehen. Ich finde die halt sau nice. Schade, dass das Deck-Thema nicht so cool ist. Das Maschine Feuer, das ist ein cooler Archetype, auch wenn er halt nicht so gut ist. Und dann geht's weiter mit Eindämmen. Auch alles schön in Caps geschrieben, ganz wichtig. Das ist eine von den Rescue-Trap-Karten, also von denen hier. Also sehr, sehr cool. Haben wir einmal Mikanko Reflexions-Rondo, eine von den Eclipse-Spells, die ist ganz gut. Segen des Kobolds, eine Ritual-Spell. Dann haben wir einmal Rettungsass HQ, das ist die Vier-Spell von dem Deckthema, sehr, sehr cool. Ixi Wiedergeburt, die Karte ist nicht so gut. Haben wir Soravis, einen Reprint, der schon irgendwie lange fällig war. Dann haben wir noch einmal Hare, die Schwert Mikanko. Ich glaube, das ist eine der besseren Mikanko-Karten, was jetzt die Super Rares angeht. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Karte. Und hier vorne, außerhalb des Bildes. Wir werden wahrscheinlich zwei Ultras kriegen oder drei, wenn wir Glück haben. Haben wir noch einmal den Beschützerdrache. Haben wir einmal Epoli Glücksgefühl, zweischneidiges Schwert, die große Mikanko-Zeremonie, ja, das ist eine große Zeremonie und das machen die Mikankos. Haben wir Segen des Kobolds, XYZ Import, die Karte ist leider nicht so gut, wie sie hätte sein müssen, die gibt es schon länger, aber die Karte ist halt nicht so gut. Und Epoli Pummelig, die sind schon irgendwie putzig, oder? Ich meine, guckt euch das mal an, der Name ist auch witzig, es ist ein generisches Rang 2 Monster. Die werden wahrscheinlich irgendwo Play sehen, wenn nicht in dem eigenen Deckthema, vielleicht woanders. Denn die sind halt Fee, XYZ Monster. Das ist jetzt nichts, was jetzt so draußen ist. Gibt es ein paar Möglichkeiten, die Decks zu verbauen. Dann glückliche Poly-Erinnerung. Maschinenduplizierung. Was hat hier? Streuner Poly-Straße. Okay. Mikanko Reinigungstanz. Verstärkung für die Armee. Ist auf jeden Fall eine gute Karte. XYZ Wiedergeburt und Epoli Schönheit. Das Naming Pattern ist auf jeden Fall sehr interessant. Kann man mal genauso festhalten. Dann haben wir das flammende Waffen Durendal. Das ist eine Karte für das Infernoble Deck Thema, von dem wir auch was sehen werden. Dann Gizmek.
haben wir köstliche Poli-Erinnerung und Mikanku-Rivalität. Das Artbook ist auch wild. Ich finde es aber auch krass, dass sie das hier nicht zensiert haben, weil das Konami in den letzten Jahren immer so gemacht hat. Das haben die hier nicht gemacht. Sehr interessante Entscheidung. Haben wir einmal Rettungsass Feuerangreifer. Das ist optisch ein sehr cooles Bild. Ich finde den sogar noch geiler als den anderen. Aber der ist halt ganz okay. Haben wir einmal Begrenzter Entferner und wieder Epoli Schönheit. Das haben wir doch schon mal gesehen gerade. Legen wir die Super Rares ein bisschen weiter raus. Die guten Rares, wie gesagt, die sind ja nur zum Angucken da. Weil es ist nicht viel Value in diesem Set drin, muss man fairerweise auch mal sagen. Aber es ist jetzt, glaube ich, für Neuansteiger mit den Decks, die drin sind. Ich glaube, ihr kriegt sehr, sehr viele von den Karten, die für die Deckteam braucht, wenn ihr spielen wollt. Ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Haben wir einmal Zweischneidiges Schwert. Pi-Reis-Karte ist ein sehr guter Reprint. Dann Kartenkavallerist. Mikanko-Zeremonie. XYZ-Import. Flammritter Roland. Und unsere Super Rare ist einmal Nini, die Spiegel-Mikanko. Nini. Heißt nicht Nini irgendwie kleiner Bruder auf Japanisch? Für alle, die ein bisschen mehr im Japanischen drin sind, klärt mich gerne in den Kommentaren auf, würde mich mal interessieren. Aber ich meine, irgendwie sowas war da, ne? So Nini, irgendwie so eine Verniedlichung von kleiner Bruder oder so. Haben wir einmal Poli Sprung? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also Ausrufezeichen, Fragezeichen, so rum, ne? Damit ihr mich nicht falsch versteht. Maschinenduplizierung. Verstärkung für die Armee, Kartenkavallerist, Gizmek, Roland und Rettungsass Impuls. Ich finde es halt geil, dass es halt auf Deutsch Ass heißt, aber halt wie Ass gelesen werden kann, weil man viel Englisch hat. Das ist schon irgendwie funny. Den finde ich bei der Way nicht so gut wie die anderen, weil es ja keine Maschine ist. Ist halt ein Kriegermonster, aber den könnt ihr mit Router suchen. Begrenzter Entferner. Eindämmen. XYZ Wiedergeburt. Mikanko Versprechen. Süß. XYZ Stammrivale. Okay, die beiden Downard-Karten, also die beiden Magicians. Empoli Glücksgefühl. Okay. Und Alarmieren. Das ist eine Ultra-Rare. Wusste ich gar nicht. Das ist tatsächlich die Quickspell. Die sucht euch entweder ein Monster oder Special 1 vom Friedhof. Oder so. Okay, dann kannst du mal einen Friedhof auf die Hand nehmen oder vom Deck auf die Hand nehmen. Je nachdem, ob du den Rand noch empfällst oder nicht. Machen wir das mal so. Ich denke mal, wir werden eh nur zwei Ultras kriegen, schätze ich mal. Deswegen ist das ganz cool. Ich persönlich werde mir ja Rescue Ace auch aufbauen, obwohl das Deck nicht so gut ist. Aber ich mag das Deck. Verstärkung für die Armee. Dann Glücksgefühl, Rettungsass, Flugheber. Gizmek Orochi, der Schlangentron-Himmelsschlitzer. Der Name ist schon richtig geil. Ist irgendwie ein guter Reprint. XYZ Stammrivale. Ja. Mikanku Rivalität. Und Epoli Glücksgefühl. Das ist ein Bossmonster. Ich dachte auch, dass das ein Ultra Rare. Aber nee, ist es nicht. Dann wird es wahrscheinlich Noir sein, die Ultra Rare sein wird. Von dem Deckthema. Ich schätze mal, dass von dem Deckthema der Hydrant die Ultra-Rare sein wird, denn um den dreht sich ja so ein bisschen das Deck. Haben wir noch einmal Mikanko Versprechen, Mikanko Reflexionsrondo, Löschen, Extinguish, Sorabis, Illöffen Durendal, die Fiespel der Gizmek und einer für einen. Das ist als Super-Rare drin, das ist ja richtig geil. Das wusste ich gar nicht. Das ist ein schöner Reprint für alle, die mal ein bisschen Super-Rare spielen möchten. Wenn ihr nicht die alten spielen wollt. Das ist eine sehr gute Karte, die ich mir sogar vorstellen könnte, dass die bald sogar wieder auf 3 geht, weil die ist halt für das Polydeck-Thema ganz wichtig und ist auf jeden Fall auch vielen anderen gut spielbar. Auch Mikanko kann die gut spielen. Haben wir noch einmal den Feuerangreifer, das zweischneidige Schwert, noch einmal den Beschützerdrache, dann die heiligen Rollen der Gizmek-Legende. Dann vorbereitende Riten, Mikanko Kagura, das ist die Ritualspell und die ist heftig. Komisch, dass das auch nur ein Rare ist, keine Super Rare. Und dann haben wir einmal Rettungsass Wasserkanone, das ist wieder eine coole Karte, obwohl die halt Wochenkrieger ist, aber die ist trotzdem optisch sehr, sehr cool. Wir sind auf jeden Fall schon halb durch, wir haben noch nicht so viel gesehen.
So, drei Collectors Rares wäre ja auch mal nice. Mikanku, Reinigungstanz. Versteckte Waffenkammer. XYZ Import. Begrenzter Entferner. Kartenkavallerist. Purli Sprung. Und Rettungsass Feuermaschine. Also, ich habe auf jeden Fall gleich die Base davon zusammen. Ich brauche nur die Ultra Rares, die wahrscheinlich auch nichts kosten werden. Dann haben wir einmal Kartenkavallerist. Dann haben wir Purli Straße. Rettungsass Flugheber. Durendal Gismek. Löschen und Isolde Heldin der Isolde Heldin zweier edler Rittergeschichten. Eine sehr coole Karte, ein sehr schöner Reprint, die ging langsam auch vom Preis so ein bisschen hoch, obwohl sie nie so wirklich teuer war. Aber das sorgt halt dafür, dass die Karte halt nichts mehr kostet. Und jetzt ist sie halt mit Mikanko noch ein bisschen spielbarer geworden. Abseits von Noble Knight und anderen Kriegerdecks. Coole Karte. Ich mag die Karte auch vom Artwork sehr, sehr gern tatsächlich. Haben wir einmal den Feuerangreifer, versteckte Waffenkammer, die große Mikanko-Zeremonie, Purli Sprung, Mikanko-Reinigungstanz, nochmal die Gismek Fieldspell und unsterblicher Phönix Gearfried, jetzt als Super Rare. Ich persönlich finde, dass die Highlights von dem Set eigentlich die Karten sind, die eigentlich gar nichts mit den Themen zu tun haben, sondern Gearfried, Isolde und halt One for One. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Reprint, den die Karte sich auf jeden Fall verdient hat. Ich meine lieber vorher eine Ultra Rare. Ich könnte mich aber auch irren. Könnte mich in den Kommentaren ja verbessern, falls ich mich da irren sollte. Dann haben wir einmal Roland. Piri Reiskarte. Haben wir einmal jetzt die Straße wieder. Vorbereitung der Riten. XYZ Stammrivale. Rettungsass HQ. Und Purli. Das Monster, um das sich das ganze Deckthema dreht. Und das ist eine Ultra Rare, das finde ich fies von Konami. Das finde ich richtig fies. Dann ist wahrscheinlich auch das Ritualmonster von dem Mikanko-Deck-Thema auch eine Ultra Rare. Das finde ich, kann man so machen, finde ich trotzdem fies, weil die Karte braucht ihr auf jeden Fall, sonst könnt ihr das Deck nicht spielen. Wenn die eine Ultra Rare ist, ist die halt schwer zu ziehen. Ja, kann man so machen. Wenn ihr mir ein Like lassen wollt, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, wenn ich mich darüber aufrege, dass Konami wieder komische Politik fährt, was die Reprints angeht und die Prints. Game mal da lassen, dann mache ich mehr häufiger Openings für euch. So, XYZ Wiedergeburt, Mikanko Reflexionsrondo, Segen des Kobolds. Ja. Mikanko Kagura, Löschen, Heilige Rollen der Gismek-Legende und Ex-Purli Noir. Das ist auch eine super. Also, es scheint das wirklich die einzige Ultra zu sein. Das ist natürlich sehr spannend. Interesting, weil ich hätte auch gedacht, weil das ist halt eins von den Bossmonstern von dem Deckthema. Ich finde auch witzig, dass die halt Ex-Purli nur heißt und die halt nur Purli heißt. Ich finde es aber gut, dass die auch im Deutschen so heißt, dann muss man sich nichts anderes merken. Das macht viele Sachen deutlich einfacher. Dann die Straße, Begrenzter Entferner, Zweischneidiges Schwert, Purli Erinnerung, Mikanko Reflexionsrondo, Gismek und Schönheiten noch einmal. Wie ihr seht, sehr viele Wiederholungen. Ich glaube, wir haben unsere beiden Ultra-Rares gezogen. Ich glaube nicht, dass wir noch mehr ziehen werden. Das weiß ich nicht. Wäre, glaube ich, komisch, aber wir gucken mal. Das Ass HQ, XYZ Import, Soravis, Mikanko Versprechen, der andere Gismek, Stammrivale und Materialerneuerung. Wähle ein offenes XY-Monster auf dem Spielbild, hänge diese Karte als Material daran an. Ja, die hätte jetzt nicht unbedingt eine Super Rare sein müssen. Ja, ist halt da eine Karte. Ich glaube, die gab es ja schon vorher. Würde mich wundern, wenn es die nicht vorher gab, weil da die ganzen Helden drauf sind und. Weil Helden da schon. Weil der Gusto Emerald, La Violet Chain und halt der Acid Golem. Gab es wahrscheinlich vorher schon. Maschinenduplizierung, Gismek Orochi, vorbereitende Riten, Piri Reiskarte, das ist ein gutes Pack. Dann Ass Flugheber, Soravis, alle Staples und Isolde, das war für, also jetzt nicht value-technisch, aber halt von dem, was drin war, war es insane. Aber ein gutes Päckchen, da hätte ich gerne ein paar mehr von. Ich glaube, die gibt es auch als Collectors Rares in dem Set, aber
Ich hoffe, im Channel habe ich bis jetzt erst eine Collector's Fest gezogen und ich mache ja wirklich jedes Produkt einmal auf für euch. Das ist schon irgendwie schwierig. Eindämmen, begrenzter Entferner, Poli-Erinnerung, Kartenkavallerist, Beschützerdrache und Isolde. Ich habe auf jeden Fall genug Isoldes, um halt alle zu bedienen, die Isolde brauchen. Versteckte Waffenkammer, Roland, Segen der Kobolde, des Kobolds, ich kann lesen. Poli-Erinnerung, Beschützerdrache, Gizmek Orochi und Rettungsass Feuermaschine. Das müsste das Playset sein. Cool auf jeden Fall, ich möchte dieses Sekt hier mal bauen, also von daher ist es ganz cool, dass ich die Karten da habe. Aber fehlt tatsächlich Hydrant und halt das große Monster von denen und das werden beides Ultra-Rest sein, das ist ein bisschen nervig. Roland, Vorbereitung der Riten. Ass Flügelheber, Maschinenduplizierung, Mikankrolivität, Eindämmen, einer für einen. Davon nehme ich auf jeden Fall ein paar mit. Ich mag die neuen Super Rares, ich finde die sehen sehr, sehr clean aus. Was man hier drauf ist. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass wir die jetzt nochmal gezogen haben. So, zwei Päckchen habe ich noch. Das ist also das vorletzte, was wir hier sehen werden. Löschen, Segen des Kobolds, heilige Rollen der Gizmek-Legende, XYZ Wiedergeburt, XYZ Import, flammende Waffen, Durendal und Mikanko Wasser Arabesk. Arabesk ist diese komische Bewegung, die die machen, ne? Oder ist Arabesk irgendeine Kühe? Ich bin da, was so Sport angeht, nichts, aber das hat was, glaube ich, mit Eishoffen zu tun, ne? Oder mit Turnen. Auch da wieder, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr da mehr in der Kurzfallzeit, aber wir kriegen wirklich tatsächlich drei Ultra Rares und wir haben tatsächlich drei von allen drei verschiedenen Deckthemen. Das ist irgendwie auch ganz witzig. Zumindest ist das offensichtlich relativ even verteilt. So, und jetzt noch eine Collector's Rares und dann bin ich glücklich. Ne, so machen wir das doch, oder? Wenn ich mir die Karte so angucke, sieht das nicht aus wie eine Collector's Rare. Aber guck mal, wie es andersrum aussieht. Rivalität. Ass HQ. Zorabis. Durendal. Mikanko Kagura, Piri Reiskarte und Nini, die Spiegel-Mikanko. Ja. Jetzt haben wir ganz kurz durch, da sind so die Reprints, die gehört hier nicht hin. Schmutz. Also nicht Schmutz, aber gehört hier nicht hin. Das sind so die Reprints, die halt jetzt nicht valuable sind, aber die zumindest gute Reprints sind, die generisch einsetzbar sind in verschiedenen Deckstrategien, die immer mal wieder auftauchen, die auf jeden Fall nicht schlecht sind. Dann haben wir hier die ganzen Super Rares, die wir gezogen haben. Die haben wir zweimal gezogen, einer für einen. Feuermaschine, Isolde. Warum auch immer die in Super Rares. Und also nicht viel Value in dem Set drin, aber das ist ein cooles Set für Einsteiger. Denn ihr müsst quasi überlegen, ich habe jetzt schon relativ viel von dem einen Deckthema. Das heißt, die Karten werden euch nichts kosten. Das heißt, wenn ihr Mikanko spielen möchtet, ist das auch nicht so teuer. Und die drei Ultra Rares, die wir hier haben. Die Arabesk, Poli und halt Alarmieren. Sehr cool auf jeden Fall. Lasst mir gerne mal ein Abo da für den Channel, wenn ihr mehr Openings von mir sehen wollt. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao, Leute.